So, wir sehen heute ein etwas anderer Anfang, weil es eigentlich das Schlusswort ist. Ich bin der Letzte, der angeben will, aber ich bin aber auch der Letzte, der sich für sein Leben rechtfertigen will. Und ich bin auch der Letzte, der irgendwie sich verstellen will. Wenn ich was Privates von mir zeige, dann ist es einfach so. Und warum sage ich das? Ich habe wirklich lange überlegt, als ich so die Bilder gemacht habe. Wir haben hier eine fantastische Zeit erlebt. Wir waren wirklich auf Booten. Wir haben unglaublichen Häusern genächtigt und wir haben wirklich einen ganz, ganz tollen Urlaub gehabt. Und ich glaube, ich weiß es unglaublich zu schätzen. Ich weiß diesen Urlaub unglaublich zu schätzen. Und wie gesagt, ich habe manchmal überlegt, boah, wird das jetzt zu prollig oder so, wenn ich euch da irgendwie Bilder zeige. Aber mich hat hier, die Menschen haben mich ein bisschen dazu bewogen, zu sagen, klar zeige ich es euch. Wenn man hier wirklich etwas hat, und das ist deswegen nochmal ein kleines Vorwort, wenn man hier, wir waren hier auch Autos schauen und so weiter, wenn hier richtig jemand Auto hat, bleibt er stehen und die anderen applaudieren und jubeln und finden das toll, machen Fotos. Hier zeigt man gerne, was man hat. Mara lief hier auf der Straße im engen Kleid und da hielten Frauen an und haben wirklich gesagt, wow, great booty und so weiter. Man wird auch als Mann angesprochen, wenn man Muskeln hat, ey, toll und so weiter. Hier ist von Neid wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr wenig zu spüren. Die Leute schätzen das sehr wert und obwohl es hier unglaublich reich und unglaublich arm, besonders hier in Miami, direkt am Ocean Drive, gibt es unglaublich arme Menschen auch. Trotzdem ist da so dieses Gefühl von Neid, was ich manchmal in Deutschland merke, gar nicht so wirklich vorhanden. Ich finde es sehr schön und deswegen mache ich auch das Video und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn es etwas mehr davon auch in Deutschland gäbe. Und denkt daran, wisst bitte, ihr müsst alle euer Leben unglaublich zu schätzen wissen. Wir sind hier gerade lang gelaufen und hier gibt es so viel Armut. Denkt dran, es gibt immer Leute, die haben viel, viel mehr als ihr, aber es gibt noch viel mehr, die haben viel, viel, viel weniger als ihr. All die, die ihr gerade das Video schaut und das sind so meine kleinen Vorworte, die ich einfach an den Anfang packen wollte, damit ihr nicht denkt, oh Gott, der prollt rum. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich möchte mich ein bisschen privat zeigen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und wie gesagt, ein paar Bilder werden noch kommen. Deswegen schaut bei Facebook, bei Instagram vorbei und macht beim Pinks Ernährungssystem mit. Ihr wisst ja, das ist das Schlusswort. Und jetzt viel Spaß beim kleinen Vlog. Bis dahin. Euer Simon hier. Es ist Freitag, bei euch ist Freitag. Bei uns weiß ich gar nicht, ich glaube, es ist Samstag. Und die Sonne geht gerade auf, es ist ganz früh morgens und keine Angst. Ich bin kein Vlog-Typ und wir bleiben weiter in unserem Format. Aber dadurch, dass ich hier gerade in Florida bin, in Cape Coral und dann nach Miami dann geht es weiter nach Miami, wollte ich euch einfach mal so einen kleinen Vlog machen und euch einfach mal so ein bisschen private Einblicke zeigen. Und wie gesagt, ich kann nicht wirklich gut vloggen, glaube ich, aber wie gesagt, ich wollte euch ein bisschen mitnehmen und ein bisschen was Privates von mir solltet ihr auch sehen. Und wir fangen direkt mal an. Die Sonne geht auf und die anderen schlafen noch, aber ich gehe selbstverständlich zum Training. Von nichts kommt nichts und ich will mir hier auch wirklich gutes Essen gönnen. Ich will hier wirklich auf nichts achten. Und wenn man dann wirklich sehr, sehr hart trainiert, dann kann das ganz gut kompensiert werden, Freunde. Und deswegen ziehen wir jetzt los, ganz früh noch, damit wir noch ganz viel vom Tag haben. Und danach geht es dann weiter. Und wie gesagt, genießt den kleinen Vlog. Ich versuche euch immer wieder zwischendurch ein bisschen was zu erzählen und so weiter. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Wir schneiden so ein bisschen was zusammen. Und ich freue mich, das Ganze mit euch teilen zu können. Ihr seid immer dabei. Deswegen, so. Gym. Jetzt nimmt er auf mein Schwachstellentraining, Nacken und Waden, damit ich mich nicht verstecken muss, gleich mit kurzen Hosen. So Freunde, jetzt nehme ich euch mit auf eine kleine Harley-Tour. Wir machen eine kleine Harley-Tour. Die Mara ist da, wird gleich ein bisschen filmen. Wie gesagt,
gesagt, wir machen die Harley-Tour und ich möchte euch einfach hier, ja, das Schöne zeigen. Nicht um rumzuprollen, sondern um einfach zu sagen, dass ihr wirklich das Leben genießen sollt. Ihr müsst es wirklich genießen, der Sport auch. Es geht nicht immer nur um Verzicht oder oh, wir müssen Sport machen. Nein, es geht darum, einfach was davon zu haben. Einfach wirklich mal mit seinem Körper zufrieden zu sein, die Lorbeeren zu ernten. Das macht Spaß. Und wie gesagt, es geht nicht nur um Sport, sondern auch um andere schöne Sachen. Der Sport ist nicht das Einzige, was ihr machen sollt, sondern ihr sollt euch wirklich Hobbys suchen, Dinge, die euch glücklich machen. Und bei mir ist es halt das Motorradfahren unter anderem und wirklich die Natur zu genießen, die Freiheit. Und deswegen nehmen wir euch ein bisschen mit in meinem kleinen Vlog und dieser genießt die Bilder. Und ja, vielleicht könnt ihr es ein bisschen nachvollziehen, warum ich das so liebe. Und ja, kommt mit. Und wo geht's hin? Zu Dunkin' Donuts. Nur damit das Fäustchen da reingeht. Ich zieh's. Ja! Ach, du Trottelchen. Hey! Schlägt das Herz schneller. Das ist echt cool. Mal hier hin. Also ein bisschen mehr Lächeln, ein bisschen mehr Einsatz. Klar, die Ameisen. So. Na, hast du dich gerade mal einfach mal hingelegt? So? Ja, ja, ganz entspannt. So liege ich immer. Genau. Ah, ist das unbequem. Oh,
bisschen berichten. Wir sind noch nicht lange hier und schon total fett geworden. Weil wir eben hier nicht so sehr aufs Essen aufpassen. Wir trainieren zwar sehr, sehr überhaupt hart. Nicht. Überhaupt nicht. Und das muss auch mal sein. Deswegen gönnt euch wirklich mal im Urlaub auch mal ein bisschen, ja, schlechtes Essen, ein bisschen Fast Food. Ice Cream. Wir futtern die ganze Zeit Ice Cream. Und wie gesagt, denkt nicht, dass wir hier... Ben & Jerry's Store. Genau. Genau. Und wie gesagt, wir sind auch nur Menschen und denkt nicht, dass hier das, was auf Instagram ist und so weiter, dass das dauerhaft ist. Das ist nicht die Realität. Und wenn ihr mal im Urlaub wirklich futtern wollt und so weiter, dann ist das völlig normal. Gönnt euch das mal. Die schwierige Zeit für die FIBO kommt auch mal bald wieder. Und ja, wie gesagt, man fühlt sich dann auch mal wohl, wenn man Mist isst. So, besonders wenn man hier ist. Genau, wir sind Mensch. Überall Fische im Wasser. Cool, ne? Hört mich, ich habe jetzt bereits über 4 Kilo zugenommen. Über 4 Kilo. Und das ist ein kleiner Selbstversuch, den ihr nicht machen sollt. Ich esse hier wirklich alles, worauf ich Lust habe. Und ja, wie gesagt, ganz, ganz viel, auch mal Frittiertes und so, das, was ich zu Hause wirklich nicht esse. Und ich gebe zu, ihr werdet vielleicht ein paar Bilder sehen oder irgendwo wird es vielleicht auftauchen in irgendeinem Video oder so. Ich trinke auch gerne mal hier so ein kleines Bud Light. Da ist ein bisschen Alkohol drin, es schmeckt einfach lecker, deswegen, wie gesagt, nochmals, ja, es gibt kleine Ausnahmen, ich mache hier jeden Morgen Sport, ich gehe hier schwimmen, ich bin die ganze Zeit unterwegs, aber habe einfach so viele Kalorien, dass der Körper das nicht alles umsetzen kann. Ich könnte euch jetzt auch erzählen, ich mache die Massephase, aber das mache ich nicht und ja, ich schwimme jetzt eine Runde. Macht man das so Vlog-mäßig, so ein bisschen was sagen und ja, bestimmt. Warte, ich zeig noch meinen Bauch. Sieht man den? Kleines Dickerchen. Ja. Michelin-Männchen. Also wie so die Instagrammer das immer machen. So, Freunde, heute ist das Wetter nicht ganz so schön, deswegen sind wir mal ins Auto gestiegen und sind mal hier, wie heißt das Ding hier? Sawgrass Mills. Ich dachte, Malls. Das ist irgendwie Malls? Nee, ich dachte, Sawgrass Mills Malls. Okay, ich dachte, das ist irgendwie so ein kleines Einkaufszentrum, so wie die anderen hier, aber es ist so unfassbar riesig. Wir sind jetzt hier, es gibt tausende von Parkplätzen, das ist so... Und Bustransfers zwischen den einzelnen Areas hier. Es ist so unfassbar groß. Also man hat mir irgendwie, oder man hat uns gesagt, wir sollen wirklich den ganzen Tag einplanen, um überhaupt nur ein bisschen davon zu sehen. Ich hoffe, ich halte es aus. Aber die Frauen shoppen gerne, deswegen gehen wir hier mal rein und ja, wie gesagt, gucken wir, wie die Ausbeute ist. Gucken mal um und vielleicht filmen wir ein bisschen, aber ich weiß ja nicht. Das ist echt riesig. Bin ich so der Shopping-Freund und deswegen schauen wir mal, was wir hier so sehen. Und die Kamera dreht sich. So. So macht man Vlog. Es geht so. So, wir sehen uns drin. So, wir sind in Miami. Haben Freunde getroffen, die zufällig auch in Miami sind. Ganz zufällig. Und das Wetter ist nicht so schön. Wir gehen gleich zum Basketballspiel. Filmen wir auch ein bisschen.
Miami Heat gegen Charlotte Hornets. Sehr, sehr, sehr cool. Und vorher gehen wir noch was essen. Und wir gehen zu Hooters, weil das Essen da so köstlich ist. Und hier in Miami ist das Essen besonders gut, deswegen gehen wir zu Hooters. Vor allem das Essen. Das Essen ist fantastisch. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder beim Basketballspiel oder vielleicht filmen wir noch das Essen ganz kurz. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten hast du ja noch gar nicht gefilmt. Ja, ja, das Essen. Das Essen. Mmh, alles so gesund. Nicht. Alles gesund. Alkoholfrei. Deswegen haben wir auch noch keine schönen Strandbilder gemacht oder irgendwelche Beach-Aufnahmen. Deswegen futtern wir ja auch die ganze Zeit Eis. War noch gerade, warte, ich filme das mal. Und hier gerade wäre Subway, wenigstens was halbwegs Frisches. Und ja, wollten euch eigentlich nur sagen, auch wenn es regnet, auch wenn bei euch wahrscheinlich viel beschissenes Wetter ist, macht einfach das Beste daraus. Macht das Beste daraus, freut euch. Wie gesagt, uns geht es allen so unglaublich gut und das wäre... Wir haben uns heute Morgen einfach so ein bisschen, ja, wir waren so ein bisschen stinkig natürlich, weil das Wetter so scheiße war. Und dann haben wir mal überlegt, uns geht so unfassbar. Das war jetzt so arrogant, so. Wir sind in Miami. Nein, nein, aber wir sind in Miami und ob das Wetter jetzt scheiße ist oder nicht, wir sollen es genießen. Genau, uns geht es unglaublich gut und euch geht es auch allen gut. Deswegen versucht wirklich das Beste daraus zu machen. Ein paar kluge Worte jetzt hier von der Seite aus. Und ja. Wir sind happy und ihr auch, ihr könnt es auch sein. Und ich hoffe, dass die nächste Aufnahme ist bei schönerem Wetter. So, wir sind hier am Ocean Drive. Es ist Halloween, es regnet, wir machen das Beste draus. Schlürfen ein paar Cocktails. Ein bisschen Alkohol heute.
Zeit. Gucken uns die lustigen Halloween-verkleideten Leute hier an. Hier ist jetzt schon die Hölle los und es wird immer voller. Sehr cool. Es ist nur ein kleiner Schauer. Ich hab das nicht gefilmt. Das war die Marke. War ich. So, neuer Tag, neuer Regen. Es regnet die ganze Zeit. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Es ist leicht bewölkt, genau. Es ist jetzt cloudy. Genau. Hat jetzt ein bisschen aufgehört. Wir gehen wie jeden Tag, wir haben es noch nicht gefilmt, weil es einfach, aber das Wetter wird wahrscheinlich nicht besser. Wir gehen natürlich trainieren zum Black Muscle Beach. Stage wird es auch hier genannt. Das ist so ein kleiner Beach, wo wirklich alle, kennt ihr vielleicht auch in anderen Videos auch, so ein bisschen wie in Venice Beach, ein bisschen kleiner. Und da wird trainiert, da gibt es ganz viele Calisthenics-Jungs und so weiter, bei dem Wetter wahrscheinlich nicht. Aber es ist sehr, sehr, sehr cool hier und ich würde mir so wünschen, dass es sowas in Deutschland auch gäbe. Dann wirklich, ja, Möglichkeiten des Sporttreibens draußen. So Freunde, das war das Workout. Eins von vielen, wir machen täglich Workout, haben wir ja gerade schon gesagt. Damit wollen wir uns nicht rausreden. Es ist tatsächlich so. So, und? War's schön? Ja. Sehr gut. So. Jetzt genießen wir die Sonne. Jetzt genießen wir ein bisschen die Sonne und gucken, was wir hier noch so machen können. Auch wenn das Wetter nicht so prägend ist. Was macht man bei schlechtem Wetter? Beim Shop mit der Frau. Und Männer warten in Umkleidekabinen. Sanna Bella Mafia Store. Ja, das ist so toll. Ich habe mich so verliebt in diese. So. Der beste Laden hier in Miami. So, Wetter ist nicht so berauschend, aber wir haben uns mal ein bisschen ja, was aufschwätzen lassen. Und zwar machen wir jetzt Filmst du hoch. Ja. Okay. Ihr seht, nicht alles läuft perfekt. Wir sind keine Vlogger hier. Wir haben uns jetzt, genau,
Wir haben uns jetzt hier Ducktours aufquatschen. Du musst hier hinfilmen. Wir haben uns jetzt Ducktours aufquatschen lassen. Das heißt, wir fahren jetzt gleich mit so einem, Busboot aufs Wasser. Klingt gut. Und dann filmen wir gleich ein bisschen. Also wundert euch nicht, dass ihr dann da plötzlich komische Sachen seht, weil da wollen wir nicht zu viel reden. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter shoppen. Bist wieder falsch. Und wir sehen uns gleich. Seiner Sucht nach. Beste Kostüm natürlich. Muss ins Licht kommen. Mein Bodyguard. Fashion.